Ja, ich führe das Gespräch mit Frank Gautlitz und freue mich, wir führen das Gespräch in der Ausstellung. Wir haben eine gemeinsame Ausstellung hier im Potsdam Museum realisiert. Ost-Süd, Frank Gautlitz, Fotografien von 1986 bis 2020. Es ist eine Werkübersicht, die wir im letzten September eröffnet haben, die leider dann in den zweiten Lockdown fiel, nur 4 Wochen für die Öffentlichkeit zu sehen war. Und ja, wir haben sie jetzt zum 3. Mal verlängert, mit einer langen Laufzeit jetzt bis in den Sommer hinein, bis zum 18. Juli, in der Hoffnung, dass wir jetzt auch ein paar Monate sie auch öffentlich präsentieren können. Ja, Frank, ich würde gerne so 2, 3 Worte zu deiner Biografie sagen und dann steigen wir in die Serie ein, die du für das virtuelle Museum ausgewählt hast. Ja, du bist in Petschau geboren, lebst seit Mitte der 80er Jahre in Potsdam, hast dein Studium in Leipzig absolviert an der HGB, also Hochschule für Grafik und Buchkunst. Seit 1991 bist du freiberuflich tätig. Du hast deine Projekte als Langzeitprojekte realisiert in Russland, in Osteuropa und in Lateinamerika. Hast einen Schwerpunkt auf die Porträtfotografie gerichtet. Häufig aber auch in Verbindung mit Landschaft und mit Interieurszenen und Stillleben, wie wir hier gerade im Hintergrund sehen. Ja, für das virtuelle Museum konzentrieren wir uns auf eine Serie. Dieses Teil dieser Serie, Amazzo heißt sie, und sie wurde zwischen 2013 und 2015 in der Amazonas-Region filmisch umgesetzt. Ich würde gerne mit dir gemeinsam mal auf dieses Werk gucken. Das sind Fotografien, Porträtfotografien von Transfrauen in Verbindung mit arrangierten Stillleben. Ja, also auf dieses Thema bin ich eigentlich bei einer Reise über die Anden gekommen. Ich bin 2010 dem Weg Alexander von Humboldt gefolgt, also die Andenüberquerung. Unterwegs traf ich häufig vor allem im Tiefland auf Transfrauen und ich war beeindruckt über den Mut in einer vom Macho geprägten Gesellschaft, sich zu behaupten und sagen, so bin ich, das bin ich, was nicht immer einfach ist. Also sie sind schon sehr starker Diskriminierung ausgesetzt. Das hat mich fasziniert, zunächst mit der Überlegung, vielleicht das Problem weltweit anzugehen. Aber aufgrund der Legendenvielfalt in der Amazonasregion habe ich mich dann eigentlich wirklich für Amazonien entschlossen, kann man sagen. Auch vielleicht, weil zumindest die populäre Variante der Namensgebung des Flusses, also der Fluss der Amazonen, zurückführt auf die griechische Mythologie, auf die Amazonen, die sich eine Brusthälfte ausbrennen ließen für den ungehinderten Bogenschuss. Und das ist für mich ein schönes Gleichnis, also weil das waren mutige Kriegerinnen und für mich sind diese Frauen auch mutige Kriegerinnen. Und insofern habe ich versucht, Porträts zu machen. 2013 im ersten Jahr ist mir da sehr wenig gelungen, weil das sind natürlich auch Diven, muss man sagen. Es ist sehr schwer, Vertrauen aufzubauen, auch eben aus besagten Gründen, dass sie stark diskriminiert sind und auch unsicher, was da gegebenenfalls auf sie zukommt. Im zweiten und dritten Jahr ist es dann besser gewesen. Am Ende konnte ich fast 120 Transfrauen porträtieren. Und da ich häufig in meinen Projekten darüber nachdenke, was zu den Porträts als Kontrapunkt gesetzt werden könnte, habe ich mich in dem Fall auch wieder zurückgeführt auf Legenden und Märchen der Amazonasregion für Stillleben entschieden, wobei ich versucht habe, ein opulentes Stillleben zu machen, das den Blick auf sich zieht, aber im zweiten Blick vielleicht so etwas wie eine Verunsicherung reinzubringen. Es ist für mich dieses tierische Fragment, was aufstört. Und letztlich fungieren diese Bilder für mich so als Metaphern für das Leben dieser Frauen, also Schönheit und Qual, Verletzlichkeit, Paradies, ist alles in diesen Stillleben enthalten. Das war für mich so der gedankliche Ausgangspunkt.
ist ja auch das Thema Vergänglichkeit, Veränderung. Es steckt ja gerade auch in dem Stillleben eine ganze Menge an Thematik, dass wenn wir nochmal gucken, wir haben jetzt die Serie ja auch ausgewählt für das virtuelle Museum, womit wir jetzt am Aktionstag ja auch auf die Situation, die veränderte Situation, ein Jahr Corona, wir haben die Lockdown-Situation, die ja sich sehr stark auch gesamtgesellschaftlich auswirkt, aber natürlich auch auf den Kulturbereich. Es betrifft die Museen, es betrifft die Galerien, es betrifft Künstler. Vielleicht haben wir auch durchaus sozusagen so ein übergreifendes Thema, was eigentlich auch im Moment für die Situation auch ganz aktuell steht. Ja, in gewisser Weise hat die Kultur ähnlich wie diese Frau in Canterbury. Also das ist mir spätestens dann bewusst geworden, als es den Teil Lockdown im letzten Jahr gab, der aber für die Kultur ein Total-Lockdown ist, den ich nicht verstanden habe. Ja, es sieht ja so aus, wir hatten die Schließung, wenn ich das an unserem Haus mal festmache, es gilt ja auch für die anderen Museen, 2 Monate im letzten Jahr, dann seit November jetzt im 2. Lockdown ist unser Haus jetzt bis Ende Februar geschlossen. Es zeichnet sich ab, dass es nochmal bis Ostern verlängert wird. Es sind viele Einbußen, die natürlich in der Wahrnehmung, in der Resonanz auch der Kunst natürlich erfolgt. Es ist natürlich auch mit starken Auswirkungen für die Künstlerinnen und Künstler verbunden. Wie ist so das eigene Jahr auch verlaufen? Vielleicht nochmal so ein bisschen rückgespiegelt auch auf die eigene Situation 2020. Naja, dass bei dir hier im Potsdam Museum diese Ausstellung hängt, hat es nicht einfacher gemacht, würde ich sagen. Also eine geschlossene Ausstellung, zumal das eine Retrospektive ist, also ein fotografisches Leben oder mein fotografisches Leben bebildert, was dann nicht sichtbar ist, tut weh. Genau, und ansonsten sind natürlich auch alle anderen Projekte weitestgehend. Also ich habe größere Projekte geplant, zum Erliegen gekommen. Also es ist eine gewisse Ohnmacht und sagen wir mal, vielleicht auch so eine Betrachtungsweise von außen auf diese Gesamtsituation. Ich denke, dass wir hier in Deutschland vor allem im letzten Jahr von Angst und Unsicherheit geprägt sind. Und das finde ich katastrophal. Das finde ich auch extrem schwach von den Regierenden. Denn ich denke, man muss auch in so einer Situation Hoffnung machen. Und da sehe ich die Kultur als einen ganz wichtigen Punkt, der das hätte leisten können. Also deutlich, und das ist völlig versagt. Also eben, weil ich glaube, dass die Kultur, also vielleicht jetzt so, zumindest die der unabhängigen einzelnen Künstler extrem schwierig ist in dem Land. Das hat man nicht geschafft zu fördern, obwohl ja die Zahlen wirklich nichts belegt haben, dass da irgendein Infektionsgeschehen hervorgegangen ist. Ja, schauen wir vielleicht auch mal so ein klein bisschen noch mal in die Zukunft. Ist irgendwie schon deutlich geworden, dass die Wahrnehmung der Kultur und auch die Wertigkeit innerhalb der Gesellschaft gelitten hat in dem Gesamt-Lockdown. Es ist natürlich sozusagen aus der Gesamtperspektive nachvollziehbar gewesen mit den Schließungen, mit der Reduzierung an Kontakten. Auf der anderen Seite ist sozusagen die Wertigkeit der Kultur, die gesellschaftliche Anerkennung auch einen Schritt weit nach hinten gerückt. Es ist ja auch eine gewisse Sorge, dass sich sozusagen so ein Bild, ja wir kommen auch ohne aus, vielleicht einfach auch für die Zukunft abzeichnet. Gibt es da bei dir auch so eine gewisse Sorge, dass so die Wichtigkeit der Kultur stark darunter gelitten hat? Ja, ganz deutlich, ganz, ganz klar. Weil wenn man diese Krise oder diese Pandemie als Chance betrachtet hätte, hätte wirklich, glaube ich, die Kultur eine entscheidende Rolle spielen können für das Gleichgewicht innerhalb der Bevölkerung. Also, und das ist völlig, völlig außen vor gelassen. Es hat nur Restriktionen und Einschränkungen gegeben. Nichts, dass ich bin kein Corona-Leugner, aber es hätte Möglichkeiten geben können. Man hat, das verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen, also auch diese gesamte Unsicherheit, wir haben jetzt Zahlen in Brandenburg, glaube ich, seit 14. Februar, die alle unter dieser 35 Inzidenz liegen.
Eigentlich können Bundesländer und Kreise öffnen. Ja. Wir hätten 14 Tage haben wir jetzt eine stabile Zahl unter 35. Trotzdem ist eine kreisfreie Stadt, mal ganz utopisch sehen. Theoretisch könnte Herr Leutke sagen, okay, wir versuchen das mal, aber es wird nicht. Und jetzt steigen die Zahlen wieder. Und ich glaube auch nicht, dass mit der Häufigkeit von Testungen jetzt irgendwann erreicht werden kann, die Zahl unter 35, die da als ein Omen steht für die Öffnung. Ich sehe das gerade wieder ein bisschen schwarz, obwohl es mich gefreut hat, dass die Kultur neben dem Einzelhandel und körpernahe Gewerbe im gleichen Satz genannt wurde. Das war ja fast eine Zäsur, gab es früher nicht. Das hat Hoffnung gemacht, im Moment ist er bei mir wieder zerstört, eben aufgrund dieser neuen Aussagen, die wahrscheinlich heute dann wirklich stattfinden, so unter 35 Kulturöffnung, vorher nicht bundesweit. Das macht genau diese schwankende Unsicherheit. Man weiß überhaupt nicht, woran man ist. Also. Wir arbeiten ja auch mal mit einem langen Vorlauf. Wir sind bei den Projekten natürlich auch für Mitte des Jahres, zweite Jahreshälfte. Wir versuchen natürlich jetzt auch schon Maßnahmen zu ergreifen für die Öffnung. Wir brauchen einen Vorlauf, wir müssen das erarbeiten. Ob das unsere Öffentlichkeitsarbeit ist, aber auch alle begleitenden Medien. Also wir haben ganz stark die Hoffnung, dass wir nach Ostern wieder an den Start gehen können und hoffentlich auch die Ausstellung wieder in die Öffentlichkeit bringen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich hoffe, dass auch, also mit dem Optimismus, klar, das wäre schön.